Dieser Preis ist groß, meine persönliche Geschichte dagegen klein. Aber ich möchte sie Ihnen trotzdem erzählen, weil sie am Ende doch eine Europageschichte ist. Ich bin der Sohn einer Deutschen, die 1929 in Königsberg auf die Welt gekommen ist. Zu ihren frühesten Erinnerungen zählt, wie mein Großvater mit ihr auf dem Arm panisch aus einer Straßenbahn floh, um einem SA-Mob zu entgehen. Mein Vater ist Italiener, aufgewachsen in einem Dorf bei Rimini. Sein Vater war dort Besitzer einer kleinen Wollfabrik und während des Faschismus Bürgermeister. Und als die Deutschen sein Land besetzten, versteckte er die Oppositionellen und die Juden in seinem Sprengsel. Anfang der 70er Jahre, meine Eltern hatten sich getrennt, zog ich dann von Rom zurück nach Hannover. Es war die Hölle. Und daran war bestimmt nicht Hannover schuld. Naja, vielleicht ein bisschen. Ich besuchte ein altehrwürdiges humanistisches Gymnasium. Mein Bruder und ich waren die einzigen Ausländer, so hießen wir damals. Ich fühlte mich überall irgendwie fremd, eine halbe Portion, und wurde oft auch zu einem Fremden gemacht. So ist irgendwann die Suche nach der Heimat mein Lebensthema geworden. Heimat, das klingt fast banal, aber so ist es nun mal, ist der Ort, an dem du Freunde und Familie hast. Sie können sich aber auf mehrere Länder verteilen. Heimat, das sind die Farben aus den Fresken von Piero della Francesca. Das ist das Bild Abend über Potsdam, der von mir sehr verehrten Lotte Laserstein. Heimat, das ist auch der leise Stoßseufzer, wenn man reich an Eindrücken und Begegnungen von einer Reise aus Übersee zurückfliegt und in Hamburg oder München oder Frankfurt landet und doch denkt, ach Europa, wie wohl tust du. Alles fließt dann doch zu dieser europäischen Utopie zusammen, die manchmal, aber nur wirklich in den guten Stunden, sogar Ähnlichkeit mit der Realität hat. Und wie bei allen wichtigen Beziehungen große Gefühle und Widersprüchliches hervorbringt. Starke Zuneigung und das Abgestoßenwerden, symbiotische Nähe und völliges Unverständnis. Dieses Europa ist für mich immer mehr zu einer Lebensbeziehung geworden. Nun haben Sie in allen Vorreden heute, aber auch in den vielen Diskussionen erfahren, wie groß das Erschrecken über Putins Krieg ist. Und es stellen sich neue Fragen. Können wir uns auf uns selbst in liberalen Demokratien verlassen, wenn der Wohlstand abnimmt und es weniger zu verteilen gibt? Werden wir den Parolen von Populisten und Extremisten auf Dauer widerstehen, wenn sie einfachere Lösungen und vermeintliche Sündenböcke präsentieren? Werden wir aufhören, uns gegenseitig anzubrüllen und in Schubladen zu stecken, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, in der bösen Absicht, sich ja nicht durch ein Argument des anderen in Frage stellen zu lassen? Meine Damen und Herren, ich kenne die Antworten auf all diese Fragen nicht, aber noch nie während meines gesamten politisch bewussten Lebens habe ich so sehr das Gefühl gehabt, dass wir kämpfen müssen. Wir müssen das nicht auf dem Schlachtfeld tun, werden das hoffentlich auch nie tun müssen. Aber wir sollten für die Freiheit und für den Frieden kämpfen, wobei Frieden nie Unterwerfung unter Willkür und Despotie bedeuten darf. Wir sollten kämpfen für die liberale Demokratie, für die Presse- und Meinungsfreiheit, für soziale Gerechtigkeit, für ein Europa, das sich gemeinsamen Werten verpflichtet fühlt, für die Bewahrung der Schöpfung, ohne die alles andere auch nichts ist. Sie haben diese wohlklingenden Wünsche schon oft gehört. Zu oft? Mag sein. Aber es gibt einen großen Unterschied von früher zu heute. Wer es jetzt nicht tut, das Kämpfen, der hat wirklich nichts verstanden. Und weil wir hier in einer Kirche sind und das eben auch noch im schwäbischen Rom, erlaube ich mir ein frommes Wort, das ich nicht oft in den Mund nehme, aber ich meine es wirklich so. Wer jetzt nicht kämpft, der versündigt sich.
Ich danke Ihnen.